Hallo und herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Funktionalanalysis, genauer zum Kapitel 4. Wir machen im Prinzip genau da weiter, wo wir im letzten Mal aufgehört haben, und zwar war das ja Lemma 4.16. Und da hatten wir ja eine Menge von Funktionen, die jeweils C1 auf einem Intervall AB sind, betrachtet und herausgefunden, dass wenn die Ableitungen alle beschränkt sind durch die gleiche Konstante, dass wir dann eine gleichstetige Menge haben. Der Beweis hangelte sich einmal über den HDI, dann war so eine standardgeometrische Abschätzung da drin und der Rest war dann im Wesentlichen Formsache. Joa, und dann habe ich beim letzten Mal schon angeguckt, wir wollen uns jetzt angucken, was kann man da so als ersten Satz draus folgern. Und das ist der Satz 4.17. Und da machen wir jetzt auch ohne großen Schnickschnack mit weiter. Weil was jetzt noch kommt, ist tatsächlich von den Beweisen her einfach ein bisschen länglich, aber auch nicht wirklich schwieriger als das, was wir bis jetzt hatten. Und zwar, wir nehmen uns als K einen kompakten metrischen Raum und in diesem metrischen Raum eine Teilmenge C von K, also eine Teilmenge der stetigen Abbildungen von K. Und die Teilmenge soll präkompakt sein. Ja, wenn die präkompakt ist, dann ist sie auch sofort gleichstetig. Das ist ja schon mal ein Weg auf, ein Zwischenziel auf dem Weg zum Ersatz von Azela-Ascoli, weil der Satz von Azela-Ascoli soll ja gerade solche Beziehungen hier zwischen den stetigen Abbildungen auf K und eben solchen Begriffen wie präkompakt oder gleichstetig herleiten. Das heißt, das ist schon mal so eine Vorarbeit. Allerdings gilt das halt noch auf einem kompakten metrischen Raum. Das beweisen wir jetzt aber trotzdem. Der Beweis ist eigentlich auch wieder schön durchsichtig, weil da eigentlich nicht viel Neues passiert. Das ist auch wieder mehr so ein Standard-Analysis-Beweis, den man so oder so ähnlich mal kennt. Wir nehmen uns also zunächst mal wieder ein Epsilon größer 0 und nutzen jetzt als erstes mal aus, dass diese Teilmenge hier präkompakt ist, das heißt, dass sie ein endliches Epsilon-Netz hat. Jetzt ist das aber natürlich eine Teilmenge von stetigen Funktionen. Das heißt, dieses Epsilon-Netz hat jetzt einfach schlichtweg nicht mehr diese geometrische Bedeutung der Überdeckung, sondern es ist einfach nur ein theoretisches Beweiskonstrukt, wenn man es so möchte. Und zwar wissen wir jetzt, wenn Epsilon größer 0 ist und H präkompakt, also H präkompakt, dann wissen wir sofort, es gibt Funktionen, also f1 bis fr in dieser Funktionenmenge h, sodass h von diesen Funktionen bzw. den Umgebungen zu den Funktionen, zu dem Epsilon, schon überdeckt wird. Das heißt, h soll eine Teilmenge sein der Vereinigung von j gleich 1 bis r über eben die Epsilon-Umgebung für das vorgegebene Epsilon, jeweils von diesen fj. Wobei die Epsilon-Umgebung von diesen Funktionen im Wesentlichen das ist, was man in der Analysis als Epsilon-Schlauch kennenlernt, also bezüglich der Norm. Und das ist jetzt eben die Ausnutzung der Präkompaktheit. So, jetzt ist jedes fj ja mal mindestens gleichmäßig stetig, weil sonst wäre die Funktionenmenge hier oben ja nicht sinnvoll, weil durch diese Präkompaktheit sehen wir das ja sofort. Also jedes fj ist gleichmäßig stetig. Das heißt, na, was heißt das jetzt genau? Es existiert ein Delta J größer 0, sodass aus D von TS kleiner als Delta J sofort folgt, dass der Betrag von FJ von T minus FJ von S kleiner ist als Epsilon. Jo, das ist sozusagen jetzt einfach nur hingeschrieben, was wir wissen bisher. Jetzt müssen wir uns quasi noch überlegen, wie daraus jetzt die Gleichstetigkeit folgt. Und das müssen wir jetzt ja irgendwie für alle f aus h machen. Und dazu setzen wir jetzt ein globales Delta fest. Und dieses globale Delta setzen wir jetzt fest als das Minimum aller Delta j's. Das ist sozusagen die Idee. Setze nun, mal kurz ein bisschen runtergehen, Delta gleich das Minimum, ich schreibe mal das auf, j gleich 1 bis r aller Delta j. So, und jetzt nehmen wir uns
ein f aus h vor. Ja, was können wir jetzt tun? Wir wählen jetzt im Wesentlichen für so ein j aus der Menge von 1 bis r, also der Menge, die quasi überdeckt, einen fj aus, sodass der Abstand von f zu dem fj kleiner ist als epsilon. Das muss ja auf jeden Fall gehen, weil diese u1 von diese u epsilon von f1 bis u epsilon von fr bilden ja eine Überdeckung, weil epsilon-Netz, weil präkompakt. Das heißt, wir wählen j in der Menge 1 bis r mit Norm von f minus fj bezüglich der Supremumsnorm, es geht aber natürlich auch jede andere Norm, die sind ja äquivalent auf metrischen Räumen, sodass das kleiner ist als Epsilon, für das gegebene Epsilon, was wir uns am Anfang vorgesetzt haben. Und jetzt betrachten wir das, was wir ja im Wesentlichen zeigen wollen, nämlich den Betrag von f von t minus f von s. Ja, und das machen wir jetzt erstmal ein bisschen größer. Also das, was hier drin steht, blähen wir ein bisschen aus. Betraglich ändern wir nichts, wir addieren nämlich einfach zwei Nullen. Und zwar schmuggeln wir hier einmal einen fj von t rein, addieren das sofort wieder, ziehen dann fj von s ab, addieren das sofort wieder. Ja, und dann bleibt hier noch dieses minus f von s. Und das klammern wir jetzt schon mal so ein bisschen suggestiv. Und dann wenden wir darauf an, dass wir ja hier den Betrag stehen haben und die Dreiecksungleichung anwenden können. Das heißt, wir spalten an diesen Klammern jeweils die Beträge auf. Sieht jetzt ein bisschen wild aus, weil die Schrift wird nicht besser auf die Dauer gesehen. Aber das ist im Wesentlichen das, was dahinter steckt. Also hier ist die Dreiecksumgleichung hinter. Und das hier vorne sind zwei Nulladditionen. Jetzt ist das hier aber mindestens mal genauso groß wie die Norm von f minus fj. Weil die Norm von f minus fj, die supprimiert ja über genau diese Differenzen. Das heißt, das ist kleiner gleich als die Norm f minus fj. Das hier ist kleiner als Epsilon, weil die Fs alle gleichmäßig stetig waren. Also kommt hier raus plus Epsilon. Ja, und das hier hinten, das ist jetzt wiederum kleiner als oder kleiner gleich als die Norm von f minus fj in der Supremumsnorm. Ja, weil was steht hier drin? Hier steht im Wesentlichen einfach nur fj minus f angewandt auf s. Das können wir jetzt symmetrisch machen quasi. Das heißt f minus fj nehmen. Weil es ist ja eine Norm, die hier hinter steckt, der Betrag genauer gesagt. Ja, und dann steht hier wieder im Wesentlichen einfach nur das, was wir in der Supremumsnorm supprimieren. Das heißt, das hier hinten ist einfach plus f minus fj in der Norm. Ja, und f minus fj in der Norm, das haben wir aber auch so gewählt, dass das kleiner als Epsilon ist. Was geht, weil wir eine präkompakte Teilmenge haben. Das heißt, das hier ist insgesamt kleiner als 3 Epsilon. Und damit haben wir, wenn wir das jetzt mal wieder grün markieren, was die relevanten Teile dieser Ungleichung hier sind, damit haben wir das, was wir abschätzen wollen, kleiner als 3 Epsilon. Und das ist natürlich genauso gut wie kleiner als Epsilon. Und dementsprechend haben wir hieraus sofort die Behauptung. Allerdings gilt natürlich diese Ungleichung nur für spezielle eingeschränkte TS, nämlich für die TS, die in der Distanz kleiner sind als Delta. Das ist also quasi genau die Gleichstetigkeitsbedingung nachgeixt. Unter der Voraussetzung, die wir haben. Und das heißt, h ist gleichstetig. Ja, und das war genau die Behauptung. Also sind wir hier an der Stelle fertig. Gut, nach diesem Satz steuern wir jetzt aber wirklich auch in die Endphase zu. Und zwar wollen wir jetzt nur noch zwei Lemmata rausholen, die wir gleich im Beweis des Satzes von Asela-Ascoli auch wirklich benötigen werden. Ansonsten bläht sich der Beweis einfach so auf. Und das sind Lemma 418 und Lemma 419. Und Lemma 418 ist etwas allgemeinerer Natur. Das werden wir auch im Beweis sehen. Der ist nämlich ein bisschen technisch, um nicht zu sagen ein bisschen fummelig. Und 419 ist dann wieder etwas konkreter. Und zwar, wir nehmen uns eine abzählbare Menge A. Und zwar irgendeine Menge. Und fn sei eine Folge. Und zwar punktweise beschränkt. Sei eine punktweise beschränkte Folge auf a. So, was heißt das?
Das haben wir nämlich noch nirgendwo definiert. Das tun wir jetzt mal eben. Das heißt, für jedes a in a gilt fn von a ist beschränkt. Und zwar in k entweder r oder c. Falls das übrigens auch noch nicht so wirklich rübergekommen ist, wenn wir so eine Funktionenfolge fn betrachten auf dem metrischen Raum und wir sagen nichts dazu, dann geht die natürlich immer in k. Das habe ich irgendwie so bei mir vorausgesetzt, das habe ich aber nie explizit gesagt. Also falls sich darüber gewundert wurde, ist das ja spätestens jetzt irgendwie aufgeräumt. Das hier ist Formel 4.8. Ja, und was ist die Aussage? Unter diesen Voraussetzungen hat Fn eine punktweise konvergente Teilfolge. Und das wollen wir jetzt mal beweisen. Und das ist jetzt wieder so ein Beweis, der dieses Diagonalfolgen-Element nochmal benutzen wird. Und da werde ich jetzt an dieser Stelle auch nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen und insbesondere mal ein kleines Schema dazu malen. Das wollte ich nur nicht zweimal malen, weil hier ist es nochmal eine Stufe abstrakter, weil die Voraussetzungen irgendwie ein wenig abstrakter sind. Also, was wir zunächst mal haben, sei A gleich. Und jetzt nehmen wir uns halt eine Abzählung dieser Elemente. Das heißt, das sind alle aj für j aus n. Das muss ja gelten, weil a hat höchstens abzählbar viele Elemente. Das heißt, ich kann die durchnummerieren. Dann ist, weil f, das war unsere Voraussetzung, weil diese Folge fn punktweise beschränkt ist, können wir sagen, okay, fn von a1 ist beschränkt in k. Das ist nämlich genau die Voraussetzung. Denn das ist jetzt ja für eines dieser Elemente in A und da wir vorausgesetzt haben, dass das für alle A in A beschränkt ist, ist natürlich auch diese spezielle Folge beschränkt in K. So, das heißt, diese Gesamtfolge Fn hat eine Teilfolge. Das ist jetzt so ein Argument, das kennen wir halt schon. Hat eine Teilfolge Fn1. Ja, für die eben auch dieses Fn 1 von A1 konvergiert. Beschränkt ist. Moment. Da möchte ich jetzt nichts Falsches sagen. Das kann auch die Konvergenz bedeuten. Nee, es ist tatsächlich die Konvergenz. Dann haben wir das nämlich auch im Satz von Bolzano-Weierstraße. Das geht natürlich auch. Jede beschränkte Folge hat eine konvergente Teilfolge. Da hängt es jetzt nur beweistechnisch davon ab, was man möchte. Also fn von a1. Und diese Folge soll jetzt tatsächlich konvergieren. Das ist dann im Wesentlichen eine Anwendung des Bolzano-Weierstraßes. Ja, und das können wir jetzt rekursiv fortsetzen. Dann hat nämlich dieses fn1 fn1 eine Teilfolge, die nennen wir fn2. Und für diese Teilfolge soll dann natürlich diese Konvergenz wieder gelten. Nur jetzt konvergiert natürlich nicht mehr das Ganze auf a1, sondern jetzt soll diese Teilfolge fn2 natürlich auch irgendwie auf a2 konvergieren. Das geht natürlich immer noch, weil die fn sind insgesamt punktweise beschränkt, das heißt für jedes a aus a habe ich die Folge quasi beschränkt und das heißt, ich kann nach dem Satz von Bolzano-Weierstraß auch für jede Teilfolge immer eine Teilfolge auswählen, die dann wieder konvergiert. Das ist halt im Wesentlichen diese punktweise Beschränktheit, die dahinter steckt, für die diese Folge konvergiert. Punkt. Ja, und das führen wir jetzt wieder rekursiv fort. Also fahre so fort. Da steckt immer der Ansatz der Rekursion hinter. Das explizieren wir jetzt mal einmal. Also für j in n wählen wir eine Teilfolge oder wähle Teilfolgen. Ah, Teilfolge. Ja, das ist jetzt fnj von dem Vorgänger, also fnj minus 1. Das ist so ein bisschen die rekursive Struktur dahinter. Und für diese Teilfolge soll dann eben gelten, dass fnj von aj konvergiert. Das ist dann so nach dem ähnlichen Argumentationsmuster wie oben.
Ja, und gemäß dieser Konstruktion konvergiert dann folgende Folge. Also gemäß Konstruktion dieser FnKs konvergiert nun die Folge, die wir definieren, durch FnJ von AK. Und zwar konvergiert die jetzt für alle k kleiner gleich j. Das ist so ein bisschen die Konstruktion dieser rekursiven Teilfolgen, weil wir haben ja vorher eine Teilfolge fnj-1 konstruiert, die dann eben für ak-1 konvergiert und so weiter und so fort. Und das Ganze können wir dann natürlich auch wieder zurückbabbeln, bis wir wieder bei der ursprünglichen Folge ankommen. So, wie sieht das jetzt mal schemamäßig aus? Was haben wir? Wir haben F1, das war die erste Teilfolge, die wir ausgewählt haben. Dann haben wir hier F2. Dann haben wir F3 ausgewählt. Dann haben wir F4 ausgewählt. Dann haben wir F5 ausgewählt und das so weiter. Ja, und in diesen einzelnen Folgen haben wir jetzt ja hier diese Teilfolgenglieder konstruiert. Also F11, F12, F13, F14. Machen wir es noch bis zu 5 vollständig? Ich glaube nicht. Ich glaube, das reicht aus, aber die 5 wäre ganz nett. Weil dann sieht man hinter diese Diagonaleigenschaft. Und das gleiche haben wir jetzt hier ja auch gemacht. Das kann jetzt ein Momentchen dauern, aber ich kann ja schon mal so ein bisschen den gesamten Ge Gedanken zusammenfassen, der hinter dem Beweis steckt. Was man jetzt tut, oder was man jetzt hier erstmal erhält, das ist, wenn man das als Matrix interpretiert, nichts anderes als eine einseitig unendlich große Matrix. Ne, wir haben hier oben, nee, F3. Wir haben hier oben zwar irgendwo ein ganz normales Startelement, nämlich hier den ersten Eintrag, aber wir sind dann beidseitig nach rechts und nach unten nicht mehr beschränkt, sondern da geht es halt endlos weiter, weil das, was wir hier drin stehen haben, sind halt eben gerade die Folgenelemente. Es gibt auch noch andere Matrizen dieser Bauart, die sind dann auch noch nach oben und nach links unbeschränkt. Da muss man dann noch ein Nullelement quasi auszeichnen. Ich weiß nicht, ob wir uns da irgendwann mal mit beschäftigen werden. Aber erstmal im Hinterkopf behalten, dass es sowas gibt und dass sowas nicht unbedingt einfacher wird. Ja, und was jetzt aber der Knick oder der Kniff an dem Beweis ist, wenn ich das jetzt hier fortsetze, dann kann ich jetzt sozusagen aus jedem dieser Gatter mir das Diagonalelement rausnehmen. Und das motiviert quasi den Namen Diagonalfolge, weil ich nehme jetzt einfach hier gerade die Diagonalelemente raus. Oh, nee. Das ist mir auch klar, er will das in Richtung Gradient glätten. Dann zieht das natürlich auf den Punkt zusammen. Manchmal ist so ein bisschen Numerik auch echt nervig. So, das heißt, man wählt jetzt diese Teilfolge aus. Jetzt haben wir aber hier oben festgestellt, dass das hier, also dieser Ausdruck Fn, j für k kleiner gleich j konvergiert, wenn ich das auf ak loslasse. Das heißt, das hier konvergiert jetzt für alle k kleiner gleich 1, also für 1. Das heißt, das hier ist konvergent auf ak, auf a1 angewendet. Das hier auf A2 angewendet ist konvergent. Das hier ist auf A3 angewendet konvergent. Das ist auf A4 angewendet konvergent, inklusive der vorherigen. Und das ist auf A5 angewendet konvergent und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ich hier alle Diagonalelemente nehme, kriege ich insgesamt eine konvergente Teilfolge. Also bilde nun die Diagonalfolge. Ja, wie wir das auch vorher schon gehabt haben, nämlich Fn Stern. Und das soll jetzt einfach sein, immer von dem Fn abhängig, das nte Teilglied quasi. Das ist offensichtlich Teilfolge von dem Fn. Das sieht man ja allein schon an dem Diagramm. Und für n größer oder gleich dem j ist das auch eine Teilfolge von Fn und dann im Index j. Also von FNJ. Das ist auch quasi hier wieder die Aussage, dass es halt für alle vorherigen, also für n größer gleich j und j sind die kleineren, dass das da auch eine Teilfolge ist. Und das heißt, diese Diagonalfolge FN Stern ist tatsächlich konvergent, wenn ich die auf das AJ loslasse. Na, weil für alle n größer gleich j passt das ja. Also FN von AJ konvergiert. Ja, und das jetzt sogar für alle J aus N. Weil so ist das Ding ja gerade gebaut. Weil da sind jetzt ja alle drin.
Und das ist eine Teilfolge von fnj. Und da wir das j, da jetzt hier alle n's drin sind, ist quasi n immer größer als j. Das heißt, j ist auch wieder natürlich oder kann beliebig in den natürlichen Zahlen liegen. Ja, und das ist dann halt eine konvergente Teilfolge und daraus folgt die Behauptung. Das ist der Beweis zu diesem Lemma. Den brauchen wir jetzt auch erstmal nicht mehr, den Zettel. Das ist also die erste vorbereitende Aussage, die wir gleich im Satz von Asela-Ascoli brauchen. Jetzt kommt die zweite. Das ist das Lemma 4.19. Ja, und das machen wir jetzt, sagen wir es mal so, das machen wir jetzt quasi so ähnlich. Also wir werden zumindest die bisher entwickelten Beweismethoden nochmal brauchen. Was machen wir? Wir nehmen M und N als metrische Räume. Das N sei vollständig. Von dem M wollen wir das nicht fordern. Und GN soll gleichstetige Folge sein. Gleichstetige Folge heißt dann einfach, dass die Menge aller Funktionen, die da drin sind, gleichstetig ist. Gleichstetige Folge in dem Raum der stetigen Abbildungen von M nach N. Und zwar soll Gn jetzt zusätzlich noch punktweise konvergieren, und zwar auf einer dichten Menge Anm. Punktweise auf einer dichten Menge A Teilmenge M. Dicht heißt einfach, wenn ich A abschließe, kommt M raus. So, und was halt soll jetzt daraus folgen? Dann folgt Gn punktweise konvergent, und zwar auf ganz M. Das heißt, die punktweise Konvergenz auf einer dichten Menge überträgt sich auf den ganzen Raum. Die Konvergenz ist gleichmäßig auf präkompakten Teilmengen. Und die Konvergenz ist gleichmäßig auf präkompakten Das ist auch so ein eine Aussage, die kann man auch hinterher noch verschärfen in den sogenannten Satz von Banach-Steinhaus. Der macht da auch eine Aussage drüber. Da werden wir uns auch zu gegebener Zeit nochmal mit beschäftigen. Das wollen wir jetzt erstmal beweisen. Das wird auch noch mal so ein paar Minütchen dauern. Beweis. Das Ganze unterteilen wir jetzt im Wesentlichen in zwei Schritte. Schritt 1 macht Folgendes. Zu Epsilon größer 0 wählen wir ein Delta größer 0, das folgende Eigenschaft erfüllt. Wir wollen d von gn von t auf gn von s, also die Distanz dazwischen, kleiner Epsilon haben, und zwar für n in n und für die s und t, für die d von st kleiner ist als 2 Delta. Das können wir auf jeden Fall machen, weil wir wissen ja, dass diese Funktionenfolge gleichstetig ist. Das heißt, wir können das hier auf jeden Fall wählen, und zwar unabhängig davon, was für ein n wir haben. Das heißt, hier für n aus n sollte das gelten. So, jetzt nehmen wir uns mal aus der Menge m eine präkompakte Menge raus. Dann wollen wir jetzt quasi da zeigen, dass auf dieser präkompakten Menge die Konvergenz gleichmäßig ist. So, jetzt, was heißt jetzt hier, wir haben eine präkompakte Menge? Das heißt, es gibt für diese Menge wieder ein endliches Epsilon-Netz. Das heißt, es existieren b1 bis br aus dieser kompakten Menge k, sodass ich k überdecken kann durch die Vereinigung von j gleich 1 bis r über die Epsilon-Umgebungen meiner bj's. Das ist erstmal nur wieder die reine Definition des Epsilon-Netzes eingeschrieben. Und jetzt weiß ich für J, jetzt wähle für J aus 1 bis R, also aus der Menge dieser Indizes, gerade das AJ aus. Oder ein AJ, man weiß ja nicht, ob es nur eins gibt.
Aber ein AJ aus A, was war A? Das war auf dieser dichten Menge. So, da die Menge aber dicht liegt, kann ich sicher sein, dass es zu so einem J aus 1 bis R auch so ein AJ aus A gibt mit Abstand von AJ auf BJ ist auf jeden Fall kleiner als Delta. Das ist die Dichtheitseigenschaft. Ja, wie macht man das jetzt sich am besten klar? Also diese B1 B bis BR, das sind jetzt quasi die Mittelpunkte meines Epsilon-Netzes. Und dann finde ich in jeder Delta-Kugel von so einem BR auf jeden Fall ein AJ aus der dichten Teilmenge, weil eben die Menge dicht in M liegt. Wenn ich mir das also male, hier habe ich meinen metrischen Raum. Und jetzt habe ich hier meinetwegen mein B1, dazu eben mein Delta-Kügelchen. Und dann finde ich hier auf jeden Fall ein AJ aus A, also hier jetzt das A1, in dieser dichten Teilmenge, sodass eben die Distanz von AJ zu BJ, also das kleine Stückchen hier, definitiv kleiner ist als Delta, weil ich das nämlich gerade in diese Delta-Umgebung reinlegen kann. Das ist sozusagen die geometrische Veranschaulichung, wobei man hier natürlich wieder aufpassen muss, das kann wieder ein sehr abstrakter metrischer Raum werden. Was wir jetzt allerdings wissen, wir wissen, dass Gn von AJ, das ist konvergent. Das wissen wir aus der punktweisen Konvergenz. Und das heißt, es existiert ein N0 aus N, sodass der Abstand von Gn von AJ zu Gm von AJ kleiner ist als Epsilon, ja für alle nm größer als das N0. Das ist im Wesentlichen die Definition der Konvergenz. Es soll aber insbesondere auch gelten für jedes J von 1 bis R. Weil ich mir ja für jedes B1 bis BR eben solche As wählen kann, die diese Bedingungen erfüllen. Und dann kann ich das hier unten natürlich auch somit entsprechend abschwächen. So, das wäre quasi der erste Schritt. Jetzt kommt der zweite. Also hieraus haben wir jetzt im Wesentlichen, wenn wir das auf diese dichte Menge überschreiben und dann quasi auf der präkompakten Menge arbeiten, haben wir hier die gleichmäßige Stetigkeit stehen. Ne, weil hier haben wir halt für alle mn größer gleich N0 und das, was hier drin steht, das hängt nicht mehr von dem Punkt selber ab, sondern das hängt nur noch von dem J ab und das funktioniert dann wunderbar und deshalb haben wir hier quasi diese gleichmäßige Konvergenz auf den präkompakten Teilmengen. So, jetzt müssen wir aber irgendwie noch den anderen Teil zeigen, nämlich dass dieses Gn auch auf ganz m punktweise konvergiert. Ach Quatsch. Wir haben jetzt gezeigt, dass das auf ganz m punktweise konvergiert. Wir wollen jetzt noch zeigen, dass das gleichmäßig konvergiert. Ich bin gerade auch ein bisschen durcheinander gewesen. Weil wir haben jetzt ja gezeigt, dass wir uns, wenn wir anfangen auf einer präkompakten Teilmenge, dass wir dann auf dieser präkompakten Teilmenge diese Konvergenz punktweise rüber retten können auf jede beliebige Menge, die wir auf der dichten Teilmenge approximieren. Und wenn wir auf der dichten Teilmenge approximieren, können wir aber immer auch auf m approximieren, weil wenn ich die dichte Teilmenge abschließe, kommt m raus. Und das heißt, hier steckt jetzt nicht die gleichmäßige Konvergenz drin auf den präkompakten Teilmengen, sondern hier steckt drin, das ist punktweise konvergent und zwar auf ganz m, weil wir es eben punktweise Konvergenz auf der dichten Teilmenge haben. Und dann kann ich die Grenzwerte quasi immer in m rüberschmeißen, weil die Grenzwerte auf der dichten Teilmenge liegen ja im Abschluss der dichten Teilmenge und der Abschluss ist gerade m. Das heißt, die punktweise Konvergenz setzt sich gerade fort. Was wir jetzt im zweiten Schritt noch machen müssen, das ist tatsächlich gerade die gleichmäßige Konvergenz auf der präkompakten Teilmenge untersuchen. Also seien nun n und m größer gleich dieses n0 gewählt und wir nehmen uns ein t aus der präkompakten Teilmenge K. Jetzt wählen wir uns so ein J aus der Menge 1 bis R, also aus dieser präkompakt, also aus dem Epsilon-Netz raus quasi, sodass Folgendes erfüllt ist, dass der Abstand von T zu AJ kleiner ist als diese zwei Delta, die wir mal am Anfang gewählt haben. Und dann kann man Folgendes machen, dann kann man die Distanz nehmen von Gn von T zu Gm von T. Und kann das jetzt wieder mit der Dreiecksungleichung für die Metrik abschätzen zu oder abschätzen durch Gn von T zu Gn von AJ.
Dann muss man aber jetzt irgendwie wieder was dazwischen geschmuggelt haben, nämlich dann hat man gn von aj in der Distanz zu gm von aj. Und dann muss dazu noch das, wo wir wieder hinwollen, nämlich das von gm von aj zu gm von t. Ja, und jeder dieser Summanden ist nach den Vorüberlegungen, die wir hatten, ja auf jeden Fall kleiner als Epsilon. Das heißt, das ist insgesamt kleiner als 3 Epsilon. Und daraus können wir jetzt folgern, dass das Supremum über alle t aus dieser präkompakten Teilmenge k über diese Abstände gn von t, gm von t, dass das kleiner ist als 3 Epsilon. 3 Epsilon, nicht Epsilon, Epsilon. Weil wir das ja eben hier für alle gemacht haben. Also wir haben ein beliebiges t aus k genommen, das ist mal immer mindestens kleiner als 3 Epsilon. Das heißt, wenn ich das Supremum hierüber nehme, dann bleibe ich natürlich auch kleiner als 3 Epsilon. Natürlich nur, wenn ich mich hinter diesem N0 bewege. So, jetzt war aber der Raum N ein vollständiger metrischer Raum. Und das heißt, dieses Gn, und das ist nämlich diese Bedingung, die jetzt hier steht, das Supremum ist beliebig klein, geht also gegen 0, und das ist eine Bedingung für gleichmäßige Konvergenz. Das heißt, dieses Gn ist auf der präkompakten Teilmenge gleichmäßig konvergent. Das ist die Aussage, die wir haben wollen. Und insbesondere, das folgt jetzt quasi hieraus, diese Folge Gn von t konvergiert tatsächlich für alle t aus m. Das heißt, ich habe die Beweisstruktur hier ein bisschen falsch im Kopf gehabt. Das hier ist also sozusagen wirklich eine Hilfsvorbereitung auf dieser dichten Teilmenge, die wir dann brauchen, um die Präkompaktheit oder um die Präkompaktheit auszunutzen und zu zeigen, dass die Konvergenz gleichmäßig ist. Dann ist die Konvergenz aber natürlich gleichmäßig auf so einem vollständigen Raum. Und das heißt, ursprünglich muss mal diese gesamte Folge punktweise konvergent gewesen sein. Und zwar punktweise konvergent für alle t aus m. Ich hoffe, das ergibt in der Rückschau jetzt ein bisschen mehr Sinn. Ich habe mich da zwischenzeitlich ein bisschen verrannt. Wenn man den Beweis nochmal nachlesen will, wie er eigentlich ursprünglich im Caballo steht, kann man das auch tun. Da steht dann sehr viel weniger dazu, als ich hier ausgeführt habe, weil die Beweise teilweise doch recht knapp gehalten sind. Das ist im Wesentlichen das Lemma 2.4. Das kann man da nochmal nachlesen. Aber nichtsdestotrotz war der Beweis, so wie er jetzt hier vorgestellt ist, richtig. Also da war jetzt kein grober Fehler drin, da war nur meine Verpeiltheit drin, die einzelnen Teilaussagen zusammenzusetzen. Das bitte ich mir einfach mal nachzusehen. So. Wir machen noch einen Cut. Und zwar machen wir den Cut jetzt, weil der Beweis ist gerade zu Ende. Und das einfach nur, weil ich nicht weiß, wie lange ich jetzt noch brauche, um den Satz von Asela-Ascoli dann auch wirklich zu beweisen. Und da möchte ich jetzt nicht hetzen müssen, beziehungsweise ich möchte nicht, dass das so ein Riesenvideo wird und eine halbe Stunde ist ja auch ein ganz angenehmes Tempo, beziehungsweise eine ganz angenehme Länge. In diesem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Falls es Fehler gab, ich bin mir fast sicher, dass irgendwo zumindest in meinen Aussagen ein Fehler war, aber zumindest sollte alles richtig stehen, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare, genauso wie wenn ihr noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen habt, das kennt ihr ja schon. An dieser Stelle bedanke ich mich dann herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage einfach mal bis zum nächsten Mal und insbesondere bis zur nächsten FA. Bis dann, tschüss.